hallo, wir sind hier auf den internationalen Jagdenschützentagen 2024 in Grünau am Stand von Franconia. Franconia ist langjähriger Importeur von Meopta-Optiken und wir haben hier eine neue Zielfernrohrmodellreihe stehen. Vom Drückjagdglas über ein Universalglas bis hin zu einem Ansitz oder zu einem Longrange-Glas. Richtig. Kannst du uns die mal bitte ein bisschen näher vorstellen, Jonathan? Gerne. Das ist eine neue Meostar R. Im Großen und Ganzen drei verschiedene Varianten. Die Bildbrillanz ist deutlich schärfer geworden. Ich habe einen größeren Kontrast. Ich habe einen sauberen Lichteinfluss, vor allem für die Ansitzjagd, Nachtjagd oder in die Dämmerung mit rein bei den großen Gläsern. Habe aber auch nochmal eine komplette Überarbeitung vom 1 bis 6. Also das heißt von neuen Drückjagdglas. Der Standardjäger jetzt natürlich mit Technik geht eher auf etwas kleinere Objektivdurchmesser. Also das heißt, wir sind hier in einem Standardbereich von 2,5 bis 15 für den klassischen, sage ich jetzt mal, Allrounder, der aber einen 50er Objektivdurchmesser hat. Das heißt, auch mit Vorsatztechnik zum Beispiel heutzutage überhaupt kein Problem. Ich nehme mir einfach ein bisschen Gewicht raus. Mhm. Gut. Preisrange? Preisrange fängst du bei einem Drückjagdglas ungefähr so bei 900 Euro an und bis zum ganz großen bist du so ungefähr bei 1150 Euro roundabout. Also du bist so im Bereich 800 bis 1150. Ja, okay. Und die sind ab sofort verfügbar, denke ich mal. Habt ihr schon? Ab sofort verfügbar. Franconia, entweder über online. Entweder online oder bei uns gerne im Laden. Oder gerne im Laden, ne? Genau. Und nicht nur bei Franconia Nürnberg, wo du herkommst. Das ist sondern richtig. Auch in den anderen Filialen. Ne? Das ist richtig. Deswegen einfach mal vorbeischauen, da könnt ihr euch die Sachen auch genauer anschauen und mit rumprobieren. Das macht Sinn, wenn ich was mal in der Hand habe und habe es getestet, dann kann ich selber sagen, okay, ich komme damit klar oder ich brauche was anderes. Und da vielleicht findet ihr auch bei mir ab dann noch was anderes, wenn ihr hier nicht die drei Modelle findet, die ihr sucht. Okay, herzlichen Dank. Wir machen weiter. Wenn ihr noch Fragen habt oder sonst was und mehr zu den neuen Optiken, erfahrt ihr demnächst auf allforhunters.com.